meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute meine Trainerin dabei. Hallo. Genau, und wir haben uns ja überlegt, wir wollen so eine kleine Dressurreihe auf YouTube machen und heute starten wir mal mit der Lösungsphase. Erzähl uns doch mal, warum wir das überhaupt machen. Ja, also die Lösungsphase beginnt ja immer mit einer Schrittphase. Einfach zum Aufwärmen für die Pferde. Und das sollte man je nach Witterung und nach Pferd anpassen. Zum Beispiel, wenn wir uns an die kalten Temperaturen erinnern, da sollte man immer etwas länger Schritt reiten. Damit wahrscheinlich auch alle Bänder aufgewärmt sind und wirklich alle Muskeln gut aufgewärmt sind. Genau, weil durch die kalten Temperaturen das alles einfach ein bisschen länger braucht. Wir sind eingefroren halt. Ja, wir kennen das auch von uns selber. Ja. Genau. Wenn wir diese Schrittphase absolviert haben, dann kommen wir zum Traben. Idealerweise sollten wir erstmal ein bisschen leicht haben, um auch den Rücken unseres Pferdes am Anfang so ein bisschen zu entlasten. Genau, wir sollten darauf achten, dass das Pferd vorwärts-abwärts geht. Was heißt das genau? Vorwärts-abwärts heißt, das Pferd dehnt sich an die Reiterhand heran. Es sollte in einem gleichmäßigen Takt, reinem Tempo traben. Und der Reiter, der achtet darauf mit seinem treibenden Schenkel, dass das Pferd mit der Hinterhand aktiver durchschwingt. Unter den Schwerpunkt, logischerweise. Okay, ja. Das macht Sinn, ja. Und der Kopf, wo soll der sein? Soll der ganz oben sein oder ganz, ganz unten? Es dehnt sich an die Reiterhand heran, heißt, am besten geht es vorwärts, abwärts. Das heißt, es dehnt sich nach unten, abwärts. Die Nase sollte aber nicht tiefer gehen, als das Buggelenk des Pferdes. Ja, das habe ich auch verstanden. Gut. Und wie ist das mit Hufschlagfiguren? Darf man da schon direkt alles oder gibt es auch so eine kleine Richtlinie? Genau, also man empfiehlt eigentlich zu Beginn des Trainings immer große gebogene Linien zu reiten, einfach um das Pferd vorzubereiten auf die späteren engeren Linien wie Wolken. Also am Anfang sollte man eher so einfache Schlangenlinien, große Zirkel, jegliche Art von durch die Bahn wechseln. Reiten. Viele Handwechsel sind gut, damit das Pferd auf beiden Seiten gleichmäßig warm wird. Okay. Ja, dann haben wir ja den Trab schon mal so abgehakt. Ne? Genau. Dann gibt es ja noch eine Gangart. Das ist der Galopp. Kannst du uns da auch was zu sagen? Ja, also ich mache es eigentlich immer so, dass ich, wenn ich den ersten Galopp reite, immer versuche, mein Pferd möglichst schön nach vorne zu galoppieren. Natürlich ein gleichmäßiges Arbeitstempo, aber erstmal so ein bisschen frischer. Man kann natürlich auch in den leichten Sitz gehen. Das kommt dann aufs Pferd drauf an, wenn es ein junges Pferd ist, vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber der leichte Sitz regt die Pferde eigentlich auch immer ein bisschen dazu an, noch mehr bergauf, noch ein bisschen energischer zu galoppieren. Und das ist ja eigentlich das, was wir in der Lösungsphase erreichen wollen. Dass das Pferd wach ist, dass es beim Reiter ist, dass es erstmal aktiv wird, um einfach zu gewährleisten, dass alles wirklich gleichmäßig aufgewärmt wird vom Muskelapparat. Ja, das klingt doch ganz gut. Dann fassen wir mal kurz zusammen. Lösungsphase heißt also vorwärts, abwärts, an die Reiterhand dehnen, im Schritt, Trab und Galopp, im gleichen Tempo und im gleichen Takt. Ja, gleichmäßiger. Gleichmäßiges Tempo. Genau, im gleichmäßigen Tempo, im gleichmäßigen Takt. Das Pferd locker flockig erstmal warm machen. Genau, und dann werden wir auch sehen, also das Pferd geht dann in einer schönen Losgelassenheit, innerer, äußerer Losgelassenheit. Und das ist eigentlich auch immer sehr wichtig, also dass man sieht, das Pferd ist zufrieden, es schnaubt ab, der Schweif pendelt, die Ohren spielen so ein bisschen mit beim Reiter. Und genau, das ist eigentlich, sind die Zeichen für innere Losgelassenheit. Mhm. Ja, und ich meine, pendelnder Schweif gehört ja auch schon zur äußeren Losgelassenheit. Das können wir ja sehen, würde ich sagen. Ja, genau. Und wir haben ja für euch auch noch was ganz Cooles jetzt vorbereitet. Und zwar ist die Anki auf den Robinho geritten und dort haben wir die Lösungsphase mal für euch aufgenommen. Und Anki kommentiert das Ganze. Ja. Seid gespannt und bleibt dran. So, wir sehen hier den Robinho in der Lösungsphase beim Leichttraben. Und wir sehen, dass er sich hier gerade schon ein bisschen an die Reiterhand herangedehnt hat. Man wünschte sich, dass das Pferd den Hals noch mehr aus dem Widerrist heraus fallen lassen würde und noch mehr mit der Nase Richtung Senkrechte gehen würde. So wie jetzt gerade. Jetzt sieht man, dass es etwas besser wird. Ja, da ist er mir leider etwas abgekippt. Das ist nicht schlimm. Da muss man darauf achten, dass die Konstanz erhalten bleibt. Das Pferd nicht zwischendurch einfach abkippt. So, im Galopp
sehr gleichmäßiges Tempo, jeder Galoppsprung wie der andere, so muss das sein in der Lösungsphase. Auch hier wünschte man sich, dass das Pferd noch mehr den Hals aus dem Widerrist herausfallen lassen würde, aber ansonsten war das für die Lösungsphase schon ganz in Ordnung. Ihr habt gerade die Szenen gesehen, wo Anki Rovinio geritten ist in der Lösungsphase. Und ich hoffe natürlich, es hat euch genauso gut gefallen, wie es mir immer gefällt, wenn Anki mein Pferd reitet. Und wir werden uns auf jeden Fall demnächst wiedersehen in der Dressurreihe. Ja. Aber auf jeden Fall sehen wir uns erstmal nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Ciao. Tschüss. So, jetzt bete mal, dass die Kamera noch an ist.